So, auf zur nächsten Mission. Bei Doki erklärt, wir haben hier die Mission Schlachtfeld. Was zu beachten ist, wir müssen drei Kisten oben öffnen und uns dann in die Mitte unten wieder zurückbegeben. Und was man beachten muss, bei jedem Kistenöffnen erscheinen aus dem Leichenhaufen neue schnelle Beißer. Also schnelle Beißer, unbedingt aufpassen, dass er der drei Felder Abstand, also eigentlich vier Felder Abstand braucht. Die Spawns kommen dort eher von der linken Seite, wie man gerade gesehen hat. Ansonsten, ich weiß nicht, ob unten rechts noch Spawner, ich glaube auch. Aber bin mir da gar nicht mehr ganz sicher. Und ja, sonst ist dort kein Autospawn bei dem Leichenhaufen, was ja eher danach wirkt, sondern wirklich nur, wenn man die Kisten dort öffnet. Und ansonsten, wie gesagt, dort, also es ist eine bestimmte Strategie, von welcher Seite man die Kisten öffnet. Eigentlich sollte man von links beginnen, weil von links der Spawn kommt. Und wenn man zu spät dran ist, kommt man dann nicht mehr an die L Kiste ganz weit links. Und da ist man eigentlich auch gut entfernt von den Spawns, die dort automatisch aus dem Haufen dort rauskommt erstmal. Aber wie gesagt, dann beachten immer bei der nächsten Kiste, könnte der Spawn, der dort aus dem Leichenhaufen kommt, schon rankommen an die Überlebenden. Also dort entweder noch einen Aufladeangriff oder einen Schläger oder so ähnlich noch da behalten, damit das Ganze beherrscht werden kann. So, das haben wir jetzt wieder gesehen. Hier sind oben zwei. Jetzt schauen wir mal. Nee, von unten rechts scheint kein Spawn zu kommen. Also die Spawns kommen wirklich von links unten und rechts oben. Und sonst habe ich jetzt keinen Spawn gesehen. Das war jetzt mal ein gutes Beispiel, dass man halt in dem Fall, wo die Kiste geöffnet wurde, war Mercer geladen und konnte sich dann direkt um die paar Beißer aus dem Leichenhaufen kümmern. So. Ja, das wäre es schon fast eigentlich zu der Mission. Dann muss, wie gesagt, nur noch runtergelaufen werden. Ja, und von rechts haben wir wirklich keinen Spawn, was es relativ gut macht. Und vielleicht auch mit Tyrese dort, der vielleicht dort oben und unten im Kreis schlägt, wodurch er dann später mal die Commonwealth-Beißer aufhalten kann. Könnte das eine ziemlich gute Aktion sein mit Ezekiel vielleicht? Ja, oder anfangs halt mit einem Schläger, der das Herrenschild trägt. Ja, das wär's schon zur Mission Schlachtfeld. Ciao.